Gegeben ist die Parabel p mit y ist gleich minus x² plus 5x und der Büschelpunkt p1 minus 4 mit eines geraden Büschels g in Abhängigkeit von m. Mittelrechnerisch die Gleichung der Tangenten. So, um Sie das in einer Skizze mal kurz vorstellen zu können, hier haben wir das Koordinatensystem. Die Parabel y ist gleich minus x² plus 5x sieht ungefähr so aus. Und jetzt haben wir einen Büschelpunkt 1 minus 4, der könnte meinetwegen so liegen. Also Büschelpunkt heißt, durch diesen Punkt P laufen nun endlich viele Geraden durch. Diese Geraden haben eben nur eine Gemeinsamkeit, nämlich sie verlaufen durch P. Also könnte sie zum Beispiel so aussehen, oder so, oder so, oder ja, kann man unendlich viele durchzeichnen. So, jetzt heißt es weiter, mittelrechnerisch die Gleichung der Tangenten. Das heißt, unter diesen Geraden sollte, wenn möglich, eine Gerade sein, die diese Parabel hier nur berührt. Man kann sich vielleicht schon überlegen, ob das sein kann, wenn dieser Punkt P sozusagen innerhalb dieser Parabel liegt, also von der Parabel angeschlossen wird, ob es dann überhaupt eine Tangente geben kann. Es gibt zwar einen Fall, für den es nur einen Schnittpunkt gibt, das ist, wenn es parallel zur y-Achse liegt, aber es ist dann keine richtige Tangente, weil es kein Berührpunkt, sondern so ein richtiger Schnittpunkt. Also, man muss, um es jetzt nochmal allgemein zu sagen, die Lage der Geraden zur Parabel betrachten. Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Entweder es gibt zwei Schnittpunkte, dann ist es eine Sekante, oder es gibt einen Schnittpunkt, also eher Berührpunkt, sage ich jetzt Berührpunkt, dann ist es eine Tangente, oder es gibt keinen Schnittpunkt, dann ist es eine Passante. Ja, dann läuft es komplett dran vorbei. Wie kann man das herausfinden? Ja, das hat man hoffentlich damals gelernt. Schnittpunkte, Parabel und Gerade muss man Lösungsformel für quadratische Gleichung ansetzen. Und wenn die Diskriminante kleiner ist als 0, gibt es keine Schnittpunkte, dann haben wir die Passante. Wenn sie gleich 0 ist, dann haben wir eine Tangente mit einem Berührpunkt. Und wenn sie größer ist als 0, dann haben wir eine Sekante mit zwei Schnittpunkten. Wir brauchen also den Fall, dass die Diskriminante 0 ergibt. Okay, das ist schon mal das Erste. Die zweite Überlegung ist noch, ich habe diesen Punkt P jetzt nur in der Skizze reingezeichnet. Liegt er tatsächlich hier innerhalb der Parabel oder nicht? Jetzt nur als Beispiel, wenn der Punkt P direkt auf der Parabel liegt. Also, wenn er hier drin liegt, dann sehen wir schon, es gibt keine Tangente. Ja? Es gibt hier überall zwei Schnittpunkte, also werden wir keine Tangente finden. Wenn der Punkt P auf der Parabel liegt, dann kann es nur eine Tangente geben, nämlich die kann so aussehen. Eine zweite gibt es nicht, kann man nicht einzeichnen. Wenn der Punkt P außerhalb der Parabel liegt, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass es zwei Tangenten gibt, nämlich einmal so und einmal so. Die schneiden sich dann irgendwo, berühren sich da irgendwo da unten. Also, wir müssen einerseits bestimmen, wie viele Tangenten gibt es und andererseits natürlich noch, welche Gleichung hat diese Tangente. Und das funktioniert eben alles über die Diskriminante. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als die Lösungsformel für quadratische Gleichungen anzusetzen oder im Prinzip nichts anderes als Schnittpunkt zwischen Gerade und Parabel zu berechnen. So, das wissen wir eigentlich schon, wie das funktioniert, nämlich man setzt die Parabelgleichung gleich der Geradengleichung. Einziges Problem hierbei ist, wir kennen nur einen Büschelpunkt, uns fehlt die Geradengleichung, die müssen wir also noch aufstellen. Ja, was für Geradengleichung kennen wir, nämlich die mx plus t. Das Blöde ist nur, hier kennen wir das m nicht und das t nicht, also hilft uns die nicht weiter. Es gibt noch die zweite, die sogenannte Punktsteigungsform. Die heißt m mal x minus xp plus yp. Ja, dieses xp und yp, das ist nichts anderes als die Koordinaten eines Punktes, der auf der Geraden liegt. Und jetzt ist das Schöne, den Büschelpunkt als der Punkt, der auf allen Geraden liegt, dieses Geradenbüschels, den kennen wir. Der hat nämlich die 1 minus 4. Und den setzen wir jetzt einfach ein. Da heißt die Gleichung m mal x minus 1 und hier minus 4. So, hier immer noch die Empfehlung, die Klammern auflösen. M mal x sind mx, m mal minus 1 sind minus m. Und hinten dran noch die minus 4. Jawohl, jetzt haben wir unsere Geradengleichung. Und die setzen wir jetzt gleich mit der Parabelgleichung, also minus x², was waren es, plus 5x, ist gleich m mal x minus m minus 4. So, wir haben eine quadratische Gleichung.
Lösung mit Hilfe der Lösungsformel für quadratische Gleichungen, dafür nach vorneweg die Diskriminante. Und als Voraussetzung dafür muss eine Seite dieser Gleichung 0 sein. Also ich schaffe alles von dieser Seite nach links mit minus mx plus m plus 4. Dann folgt daraus minus x² plus 5x minus mx plus m plus 4 ist gleich 0. So, jetzt haben wir vielleicht noch einen Schritt vorneweg. Hier haben wir einmal plus 5x und minus mx. Das würde ich jetzt noch etwas zusammenfassen, nämlich ich klammere aus diesen beiden aus diesen beiden Termen das x aus. Dann bleibt bei dem 5 übrig, bei dem bleibt minus m übrig. Hinten dran mal x plus m plus 4 schreibe ich ab, ist gleich 0. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Nämlich, wenn ich jetzt die Diskriminante berechne mit b² minus 4 mal a mal c, dann brauche ich ja Werte für a, b und c. Und die finde ich natürlich hier. Dieses a ist immer der Faktor vor x², das b ist der Faktor vor x. Und jetzt sehen wir schon, dadurch, dass ich das jetzt ausgeklammert habe, kann ich den sofort ablesen und muss hier nicht extra überlegen, wie heißt der jetzt genau. Und c sind die Zahlen ohne x. So, jetzt wird einfach nur eingesetzt. B² ist also 5 minus m in Klammern zum Quadrat minus 4 mal a kommt jetzt. Hier steht minus davor, also ist der Faktor automatisch minus 1. Und mal c ist in dem Fall das m plus 4. Nächster Schritt ist vereinfachen. Ist gleich. Hier haben wir die zweite binomische Formel. 5 Quadrat sind 25, dann der Mittelteil 2 mal 5 mal m. Also minus 2 mal 5 mal m, 2 mal 5 sind 10, mal m sind 10m. Und dann noch plus 2 zum Quadrat, also m Quadrat. Minus 4 mal minus 1 sind 4, 4 mal m sind 4m und 4 mal 4 sind 16. Nächster Schritt nochmal vereinfachen und sortieren. Ich beginne mit der höchsten Potenz, also m Quadrat. Minus 10n plus 4m sind minus 6m und 25 plus 16 sind 41. So. Okay, an der Stelle können wir nichts weiter vereinfachen, weil dieses m noch im Weg ist. Allerdings wollen wir die Tangente bestimmen. Und vorher haben wir es schon festgestellt, Tangente heißt, Diskriminante muss 0 sein. Also setzen wir hier im Prinzip nichts anderes als eine 0 dahinter. Und dadurch bekommen wir eine neue Gleichung, nämlich m² minus 6m plus 41 soll 0 ergeben. Hier haben wir eine neue quadratische Gleichung, nur halt, dass wir statt x² minus hier x die Variable m mit drin haben, aber gelöst wird es genau gleich. Das heißt, wieder Diskriminante aufstellen, Lösungsformel und dann hätten wir schon die Lösung. Hier schreibe ich so ein kleines m dazu zu der Diskriminante, damit man weiß, das ist jetzt hier eine neue quadratische Gleichung, die man lösen muss. Es gibt auch ein neues a, b und c. Darauf muss man jetzt aufpassen. Also, es beginnt wieder mit b² minus 4 mal a mal c. Und das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein. B², also 36, 6 Quadrat sind 36 und minus 4 mal 1 mal 41, 4 mal 41 sind 164. Und ich glaube, jetzt merkt man schon recht deutlich, es kommt hier eine negative Zahl raus. Ja, die Diskriminante wird negativ, das heißt, es gibt hierfür keine Lösung mehr. Das bedeutet automatisch, diese Gleichung hier, diese m² minus 6m plus 41 gleich 0 ist nicht lösbar und das heißt, diese Diskriminante kann niemals 0 werden. Folglich heißt es daraus, es gibt keine Tangente und wir haben hier diesen grünen Fall, dass es eben nicht möglich ist, eine Tangente zu bilden, wenn dieser Punkt P innerhalb dieser Parabel liegt. Also können wir an dieser Stelle aufhören. Sobald die Diskriminante negativ ist, kann man nichts mehr weiterrechnen und es folgt daraus, es gibt keine Tangente. Punkt.